Erneut sind sie auf die Straße gegangen. In Athen haben Hunderttausende Griechen demonstriert. Hintergrund ist der jahrzehntelange Namensstreit zwischen Griechenland und dem nördlichen Nachbarn Mazedonien. Die Regierung in Athen will, dass Mazedonien seinen Namen ändert, denn auch der nördliche Teil Griechenlands trägt diese Bezeichnung. Die Demonstranten, unter denen auch Priester der russisch-orthodoxen Kirche und uniformierte Militärangehörige waren, stellten sich hinter die Forderung. Er sei gekommen, um eine liebende Hand auszustrecken, eine Hand des Glaubens. Der nördliche Nachbar habe das Recht auf ein eigenes Land, auf einen eigenen Namen, aber man dürfe nicht stehlen. Das dort sind doch Slawen, sie sind keine Mazedonier. Wir sind Mazedonier im Norden. Denn Mazedonien ist griechisch, niemand sonst darf diesen Namen tragen. Athen blockiert aufgrund des Streits die Aufnahme von Beitrittsgesprächen in EU und NATO mit dem ehemals zu Jugoslawien gehörenden Nachbarn. Die Vereinten Nationen bemühen sich, in dem Konflikt zu vermitteln.